Senat hat heute beschlossen, zur Frage einer möglichen behutsamen Randbebauung des Tempelhofer Feldes eine Bürgerwerkstatt und einen Ideenwettbewerb durchzuführen, der im nächsten Jahr starten soll und bei dem 500 repräsentativ ausgewählte Bürgerinnen und Bürger bewerten sollen, was wären Voraussetzungen, unter welchen Bedingungen könnte man sich eine behutsame Randbebauung des Tempelhofer Feldes vorstellen und was heißt behutsam an der Stelle. Wir haben in Berlin eine Menge Nutzungsanforderungen, Bedarfe, die auch zu Konflikten führen, weil man nicht alles an einer Stelle realisieren kann. Mit dem Tempelhofer Feld haben wir eine große Fläche, die im Moment nur einer Nutzung zugeführt ist, nämlich der Freizeitgestaltung und teilweise Veranstaltungen. Und hier soll diskutiert werden, ob zumindest im Randbereich dort auch andere Nutzungen vorstellbar sind und insbesondere bezahlbarer Wohnraum im gemeinwohlorientierten Segment geschaffen werden kann.